Mit dieser Methode erhöhst du deinen Profit im Trading. Wir alle wissen, dass es super, super wichtig ist im Trading, die Gewinne so möglichst groß zu machen, wie wir es eben können und die Verlierer so klein zu halten, wie es auch eben möglich ist. Die Realität sieht natürlich anders aus. Die meisten verlieren viel zu viel, viel mehr, als sie sich eben vorstellen. Und die Gewinne sind dann eben deutlich, deutlich kleiner. Ich möchte dir eine einfache Methode zeigen, wie du das Ganze letztendlich für dich anwenden kannst und dir vor allen Dingen ein paar Tipps geben, die das ganze Problem ein bisschen anders betrachten. Hey, ich bin Felix, Daytrader und Gründer von Wir machen Trader und wir wollen heute genau über dieses Thema sprechen. Es geht also hier heute mehr um das Stop-Placement, denn wenn wir anfangen, uns auch auf die Verlierer zu fokussieren, dann können wir es mit dieser Methode schaffen, unsere Profite zu optimieren und unsere Profite größer zu machen. Das Wichtigste, was wir erstmal sagen können, ist, dass diese fehlende Profitabilität häufig einfach durch schlechtes Management kommt. Ja, wir lassen uns durch Emotionen hin und her schütteln und schaffen es dann nicht, eben an gewisse Prinzipien im Markt zu halten und Prinzipien, die erfolgreiche Trader mitbringen. Ich kenne das selbst. Ja, ich bin mittlerweile einige Jahre sehr erfolgreich im Trading, aber das war natürlich nicht immer so. Und damals, als ich noch nicht erfolgreich war, war das eben ein großes Problem und deswegen kann ich dir sagen, ich habe genau diese gleichen Fehler gemacht und umso schöner ist es, man kann sie abstellen und es gibt einfache Methoden, wie wir das machen, um dann eben den Erfolg auch zu suggerieren. Das erste natürlich, wenn wir über diese ganze Fragestellung mal sprechen, wir werden zu früh ausgestoppt oder wir lassen unsere Verlierer zu lange gegen uns laufen. Das kann aus meiner Sicht psychologisch daher kommen, dass wir erstmal gar keine Ahnung haben, was wir tun. So, das ist schlecht, das wissen wir alle. Dann solltest du dir hier andere Videos von uns anschauen, damit du erstmal weißt, was ist eine Strategie. Wo solltest du vielleicht im Markt einsteigen und wo solltest du dann auch deine Stops platzieren. Aber mir geht es hier auch darum zu verstehen, warum haben Leute erstmal auch falsche Vorstellungsweisen oder falsche Vorstellungen. Basierend darauf haben sie dann eben dieses neue Gefühl, oh, jetzt muss ich diesen Stop verschieben. Das ist ganz wichtig, dass wir erstmal verstehen, was ist eigentlich die These des Trades. Und das ist etwas, was die meisten falsch machen. Das bedeutet, sie haben auf der einen Seite erstmal den Stop völlig falsch platziert, also die These ihres Trades selbst gar nicht verstanden. Dadurch werden sie zu häufig ausgestoppt, weil sie ursprünglicherweise den Stop falsch platzieren, werden zu häufig ausgestoppt und basierend darauf emotional kommt dann eben diese Vorstellung, ich werde immer ausgestoppt, meine Idee ist dann aber doch richtig. Also ist doch die gute Lösung, wenn ich den Stop hier und da mal ein bisschen verschiebe. Mein Verlierer wird zwar größer, ja, aber nein, da gibt es kein Aber, da gibt es keine Entschuldigung, sondern wir müssen das verstehen und wir müssen jetzt verstehen, wo man Stops eigentlich wirklich platziert. Das ist also das Erste, was wir machen werden. Und wenn wir sozusagen diese negative Seite kleiner machen, also diese Verlustseite kleiner machen und vor allen Dingen auch die Wahrscheinlichkeitsseite besser machen, dadurch, dass wir eben nicht mehr so häufig ausgestoppt werden. Und wenn wir ausgestoppt werden, dann eben nur, wenn es auch angemessen ist, wenn es richtig ist. Dann kümmern wir uns im zweiten Schritt um die Aufwärtsseite. Also, wie können wir es jetzt schaffen, mit unserem Trade Management die Stops vernünftig nachzuziehen? Auch das wirst du bereits gehört haben, aber auch da wirst du kleine Nuancen falsch gemacht haben, dass du eben wieder zu früh ausgestoppt wirst, das gleiche Erlebnis hast, es ist danach weitergegangen, ich mache das nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Wir wollen einfach wissen, wie funktioniert es, damit wir es dann auch vernünftig anwenden können. So, das Erste, die erste Seite betrachten wir jetzt. Wir betrachten mal ganz kurz den Tagesschart und auch hier ist es wieder wichtig, es ist egal, was du handelst. Wir handeln ja US-Aktien, aber das funktioniert überall, denn die Prinzipien sind erstmal im Chart, bei der Charttechnik die gleichen. Wir sehen, dass wir einen Widerstand hier oben haben. Wir sehen, dass wir hier aus dieser Konsolidierungsphase bei der Aktie Fubo ausbrechen. Und auch hier können wir sagen, sobald wir über diese 31-Dollar-Marke gehen, eben hier über das Hochgehen, erwarten wir, dass wir irgendwo in den Bereich des nächsten Widerstands kommen. Das ist also erstmal die Idee.
Das bedeutet, wenn wir uns jetzt diesen Tag anschauen, an dem man das hätte handeln können, was ich gemacht habe und was einige unserer Studierenden gemacht haben, dann sehen wir, dass wir hier unterschiedliche Einstiege haben. Wir haben hier die Möglichkeit, hier einzusteigen. Wir haben hier die Möglichkeit, hier einzusteigen. Zu dem Zeitpunkt ist es relativ schön, denn wir haben einen ganz klaren Aufwärtstrend. Wir machen höheres Tief, wir gehen höher, setzen zurück in die vorherige Struktur. Jetzt geht es aber darum, beispielsweise, wenn jemand hier einsteigt, hat er den Stop hier drunter. Kann gut funktionieren, ist ein kleiner Stop-Loss. Die Chance ist relativ groß bis zum Widerstand. Hätte jetzt 2 Tage gedauert, aber sagen wir erstmal, dass es gestimmt hätte. Also ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Aber basierend auf meinen Erfahrungen würde ich ein bisschen mehr Platz geben. Denn was ist die These des Trades? Ist die These jetzt, dass der Intraday-Trend perfekt ist? Ja oder nein? Im Optimalfall ja. Aber wenn wir ein bisschen mehr Platz geben für unseren Stop-Loss, können wir unsere große These testen. Und unsere These ist, wenn wir über dem ersten Widerstand halten, der ja im Tageschart diesen Ausbruch darstellt, dann haben wir die Möglichkeit, weiter hochzugehen. Das bedeutet, es startet immer eben mit diesen Tageslinien. Und ich kann es nicht häufig genug sagen und ich werde es dir auch nochmal verlinken, denn ich habe da letztens erst ein Video drüber gemacht, wie man die Tageslinien im Chart richtig einzeichnet. Wenn wir das also richtig machen und dann auch verstehen, was unser Potenzial ist und die Wahrscheinlichkeiten und wie man die Szenarien aufstellt, auch dazu gibt es ein Video. Auch das kannst du dir nochmal bei unseren letzten Uploads anschauen. Dann findest du heraus, dass es gar nicht mehr so schwer ist. Dann geht's, nachdem wir dieses Was verstanden haben, was handeln wir, zu welchen Zeitpunkten, dann geht's mehr um das Wie. Und dieses Wie ist eben halt auch, wie werden wir nicht zu schnell ausgestoppt? Wie testen wir unser Szenario? Und das bedeutet, in diesem Fall würde ich den Stop-Loss, egal ob man jetzt hier einsteigt oder hier einsteigt, unterhalb der Tageslinie machen. Denn es sollten sich Käufer oberhalb dieses Szenarios sozusagen finden und den Preis hochpushen und hochkaufen. Und auch zu diesem Zeitpunkt kann es sein, dass wir vielleicht 1 Cent hier drunter gehen, um eben Leute, die die Stops zu knapp positionieren, auszustoppen, diese Liquidität zu klauen. Ja, mehr Liquidität gleich mehr Möglichkeit für große Marktteilnehmer, da Verkäufer zu finden, weil sie selbst im Kaufen wollen, mehr Masse kaufen wollen. Aber im Endeffekt, ja, hätte dann die Linie gehalten. Also lange Rede, relativ einfach zu verstehen, der Stop unter die Tageslinie. Ja, das ist also etwas, um die These zu testen. Frag dich also in deinen Trades, was ist eigentlich deine These? Welches Level ist für dich wichtig? Und wann ist sozusagen diese These auch kaputt, zerstört worden? Und wenn das der Fall ist, dann bist du richtig ausgestoppt worden. Und du kennst sicherlich häufig diese Beispiele eben, wo es genau anders ist. Es stoppt dich minimal aus. Wenn du jetzt rückblickend das mit dieser Methode betrachten würdest, würdest du wahrscheinlich zustimmen. Oh, da habe ich häufig das nicht so angewendet, sondern war vielleicht zu klein im Tages- oder im Intraday-Chart unterwegs. Habe da nur kurz nach den Trends geguckt, was alles soweit ganz gut ist. Aber dann haben wir eben häufig auch die Beispiele. Und das wäre so etwas, ja, das wäre so etwas wie hier. Wo es dann da gleich darum geht, wie ziehen wir eigentlich die Stops nach. Ja, das ist das Gleiche. Wir verstehen jetzt also erstmal im ersten Schritt, wir wollen das unter wichtige Level legen. Ja, unter wichtige Level, unter die Tageslinien wollen wir unseren grundsätzlichen Einstieg aufbauen und somit auch vernünftig testen lassen. Das Zweite, was wir jetzt haben, ist, wie ziehen wir die Stops nach? Denn wir wollen auf der einen Seite unsere Verluste minimieren, das machen wir dadurch, indem wir erstmal unsere Stops vernünftig platzieren, uns dann aber auch emotional sicher fühlen, wenn wir da ausgestoppt werden, dann liegen wir wirklich richtig. Wie gesagt, nur bei den meisten ist es so, dass sie zu häufig danach in ihre Richtung, es geht danach zu häufig in ihre Richtung und das bedeutet eben, dass sie emotional das Gefühl haben, sie liegen immer richtig, weil sie, obwohl sie vorher ausgestoppt worden sind. Die Realität ist aber nicht so, sondern Sie müssen erstmal die Stops vernünftig platzieren und wenn Sie das machen, wenn Sie dann in Zukunft ausgestoppt werden, dann sind Sie auch zu Recht ausgestoppt worden und dann wird das ganze Problem, dieser ganze Teufelskreis nicht mehr so sein, wie er aktuell ist. Das Zweite ist dann, wir wollen die Trades möglichst lange laufen lassen und das machen wir, indem wir den Trend nutzen und indem wir einfach innerhalb des Trends den Stop-Loss nachziehen. Und wir sehen schon,
Zum Zeitpunkt, wenn wir ein neues Hoch machen, hier können wir den Stop unter der vorherigen Linie packen. Und unsere Studierenden zeichnen das eigentlich immer so ein, damit ich auch sehe, wie war ihr Trade Management, dass wir das immer so machen, zu welchem Zeitpunkt war das und vorher war quasi der Stop hier. Ja, wir würden also ganz klar sehen, zu dem Zeitpunkt war der Stop unter der Linie, zu dem Zeitpunkt hier kommt der Stop unter die Linie und sobald wir hier drüber gehen, können wir den Stop nochmal nachziehen unter diese Linie. Das Problem, was ich häufig sehe, ist, dass dann zu schnell der Stop nachgezogen wird. Also viele Leute würden dann denken, oh, es geht ja von hier hoch und dann geht es hier und dann brechen wir das hier und dann ist schon alles vorbei. Wir müssen aus meiner Sicht aber da eine einfache Lösung finden. Wir sehen erstmal, dass das ja dieser erste Widerstand war und wir können uns auch da Linie einzeichnen und erstmal schauen, wenn wir hier zurückkommen, ja, dann sind hier viele falsch, weil sie viel zu klein sind. Und die einfache Lösung ist eigentlich, eine größere Zeitebene zu nutzen, wie den 10-Minuten-Chart und sich in der nächstgrößeren Zeitebene, und ich nutze gerne den 10-Minuten-Chart und den 3-Minuten-Chart oder den 10-Minuten-Chart und 5-Minuten-Chart. Und ich frage mich im 10-Minuten-Chart, würde ich das gleiche Entscheidung treffen? Und wenn wir mal alles kurz löschen, dann sehen wir, ja, ich würde zumindest die gleiche Entscheidung treffen, dass ich sage, wir sind hier abgeprallt von hier unten, und dann höher gegangen. Insofern würde ich schon meinen Stop darunter platzieren, was wir ja gerade auch gemacht haben. Aber ich würde nicht sagen, nur weil wir hier so eine kleine Kerze haben, würde ich jetzt meinen Stop darunter platzieren. Das würde ich nicht tun, sondern ich würde basierend auf dieser nächstgrößeren Zeitebene sozusagen erwarten, dass wir irgendwo hier vielleicht zurücksetzen, nochmal ein neues Hoch oder das letzte Hoch testen. Und der Stop müsste weiterhin da sein. Also auch da wieder relativ simpel. Ziehe die Stops nach, indem du mehrere Zeitebenen nutzt. Ja, wir haben dafür spezifische Regeln, wir haben dafür auch unterschiedliche Vorgaben, welche Ebenen, also Zeitebenen wir kombinieren, aber letztendlich relativ einfach zu verstehen. Nutze mehrere Zeitebenen, mindestens zwei, eine nächstgrößere, um den Stop-Loss zu platzieren, denn dann hast du einfach mehr Wahrscheinlichkeit, dass du beim Trailen deines Stop-Losses nicht ausgestoppt wirst. Und der erste Tipp eben, dass du ganz klar deine These definierst und unterhalb deiner These, was sehr wahrscheinlich ein Preislevel ist, dass du dort den Stop platzierst und dann nur einsteigst, wenn du eben ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis hast. Ich hoffe, du hast die ganze Thematik verstanden. Ich hoffe, du konntest dich ein bisschen wiedererkennen, dass du eben genau das Gleiche hast, dass du zu häufig ausgestoppt wirst. Basierend darauf denkst du, oh, das ist ja Quatsch, mich austoppen zu lassen. Dann geht es doch gegen dich, deine Verluste werden größer, als sie sein sollen. Macht alles keinen Sinn. Einmal sagen, okay, diese Fehler mache ich nicht mehr und jetzt fange ich neu an. Definiere meine Thesen vernünftig. Sollte dir das alles neu sein, dann erwäge auch unser kostenloses Webinar zu schauen. Wir haben da einen Workshop für dich gemacht, den kannst du dir einfach anschauen. Unterhalb dieses Videos findest du den Link dazu und da erklären wir dir genau die Strategie, die ich anwende und die unsere Studierenden anwenden. Das kannst du dir also vielleicht anschauen, solltest du noch gar nicht wissen, irgendwie, wie wirst du überhaupt zum professionellen Trader, zum erfolgreichen Trader. Und wie baust du eigentlich eine erfolgreiche Strategie auf? Das kann dir also helfen. Erwäge auch unseren Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut.